Erst hatten wir die heißeren US-Arbeitsmarktdaten, wie zuverlässig auch immer die sein mögen. Dann hatten wir die ganz heißen ISM-Service-Daten mit dieser Preiskomponente, die so stark gestiegen war wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Und jetzt haben wir die US-Inflationsdaten, die deutlich heißer waren als erwartet, in manchen Kategorien sogar ziemlich heiß. Und das alles bedeutet, dass natürlich die Aussicht auf bald sinkende Zinsen erstmal abgesagt ist. Vor wenigen Tagen hatten die Märkte sich noch gesagt, März, da wird die Fed die Zinsen senken. Jetzt ist der März eigentlich vom Tisch und die Erwartung rückt sogar vom Mai auf den Juni. Das heißt, die Märkte gehen jetzt erst davon aus, dass im Juni die Zinsen sinken werden. Und das alles ist natürlich keine gute Nachricht für die Märkte. Aber wir haben KI euphorie, meine Damen und Herren. Wir haben Nvidia, KI und so wurde der Einbruch heute wieder ein bisschen aufgefangen, weil Nvidia plötzlich mal knapp $40 nach oben stieg. Das waren ein paar Milliarden an Marktkapitalisierung. Das hat dann die Gesamtmärkte wieder ein bisschen nach oben gezogen. Mal sehen, wie nachhaltig das ist. Man könnte also sagen, KI-Euphorie mildert die Sorge, dass die Zinsen doch ziemlich lange ziemlich hoch bleiben. Auch die Anzahl der Zinssenkungen wird damit jetzt immer geringer, denn die Fed dürfte nicht allzu erpicht drauf sein, sehr nah an die US-Wahl ranzukommen. Schauen wir uns die ganze Chose mal an, meine Damen und Herren. Hier die heißere Inflation. Sie haben es vermutlich mitbekommen. Das ist in der Core CPI, also in der Kernrate, jetzt der größte Anstieg seit 8 Monaten. Und die Inflation ist wahrscheinlich auch deswegen gestiegen, weil Jerome Powell gesagt hatte bei dieser Dezember-Sitzung, naja, wenn die Inflation bei 2% ist, dann ist es vielleicht schon zu spät, die Zinsen zu senken. Hat er also praktisch indirekt eine Zinssenkung schon in Aussicht gestellt. Daraufhin die Financial Conditions sich gelockert und jetzt wundert man sich natürlich, wie Sven Hendrik hier sagt, dass die Inflation wieder nach oben gegangen ist. So hatten wir gestern noch diese Bloomberg-Schlagzeile. CPI Data Show Disinflation, Handoff from Goods to Services, also diese Disinflation wandert von den Gütern, die ja schon lange nicht mehr so inflationär sind, oder diese Disinflation wandert von den Gütern auch in den Dienstleistungssektor, aber Booms, jetzt haben wir hier die sogenannte Supercore, also das ist die Kernrate der Dienstleistungsinflation. Minus Housing, also ohne den ganzen Immobiliensektor. Und hier unten sehen Sie das. Booms, das ist ein sehr, sehr fetter Anstieg. 6,7% Anstieg auf 3-Monats-Basis annualisiert. Das ist schon so wie etwa auf dem Hochpunkt der Inflationssituation nach Corona. Aber gut. Das ist schon ein deutlicher Abtick. Hier sehen wir nochmal, auch Food war ein wesentlicher Treiber. Erstaunlich ist, obwohl der Ölpreis im Januar 6% gestiegen ist, sind Fuel hier mit minus 14,2% disinflationär oder sogar deflationär gewesen. Also mal sehen, ob sich dieser Energiefaktor bald auch niederschlägt, weil ja der Ölpreis jetzt doch einiges höher ist. Aber es sind hier vor allem solche Geschichten, Utilities, also das, was man zum täglichen Leben an Versorger braucht, Wasser und solche Chosen. Und es war natürlich die Shelter-Komponente, also Unterkunft, Mieten, Schnipp und Schnapp. Die Daten vermutlich verzögert, aber so genau wissen wir nicht, wie lange und wie stark verzögert diese Daten sind. Deswegen schwer zu sagen, was daraus folgen wird. Und hier jetzt auch mal diese Aussagen, die man immer wieder gehört hat. Naja, annualisiert fällt die Inflation auf 3-Monats- und 6-Monats-Basis. Jetzt sehen wir, dass eben diese annualisierte Inflation von 3,3 auf 4% gestiegen ist, bei 6 Monaten von 3,2 auf 3,7%. Also auch hier wieder ein Abtick, ein nach oben gehen der Inflation. Und so könnte man sagen, dass wir im Sommer wahrscheinlich das Tief gesehen haben bei der Inflation. Seitdem geht es wieder nach oben. Disinflation stopped, könnte man das Ganze formulieren. Und so wird eine lange Strecke von 33 Monaten, wo wir eine CPI-Zahl hatten, also eine Inflations-Headline-Zahl von mindestens 3%, ist nicht beendet worden, wie viele hier glaubten. Die Erwartung war ja 2,9. Wir sind reingekommen bei 3,1%. Das ist die längste Strecke jetzt seit den frühen 80er Jahren. Da ist natürlich vielleicht nicht so eine super Idee, die Zinsen zu senken. Und jetzt sagte hier sogar einer von der Citigroup,
Ein Heretiker, ein Ketzer vor dem Herrn, einer, der also überhaupt total unzuverlässig ist, sagt, ja, das Ganze sieht so aus wie in den späten 90er Jahren, als sozusagen die Fed auch dann die Zinsen gesenkt hat und dann gezwungen war, sie doch wieder anzuheben. Wir sehen jetzt hier, was Sie hier rechts sehen, Mai-Sitzung, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Mai-Sitzung die Zinsen so sind, wie sie aktuell sind. Die liegt bei 61,4%, ist also die Mehrheitsauffassung, könnte man sagen. Das würde bedeuten, im Juni erst werden die Zinsen sinken. Aber CPI, also die reine Headline-Zahl, war jetzt auch die höchste seit April. Also das ist schon ein Schnaps natürlich, wegen diesen Housing-Geschichten, wegen dieser Immobilienkomponente. Und jetzt sehen wir auch, dass die Löhne jetzt nicht mehr, die Reallöhne nicht mehr gestiegen sind, also die Löhne minus Inflation, die sind wieder ganz, ganz leicht negativ. Das heißt, die Amerikaner verlieren wieder ein bisschen an Kaufkraft, nachdem wir ja einige Monate gesehen hatten, als Kaufkraftgewinne verzeichnet werden konnten. Aber das ist jetzt auch erstmal unterbrochen im Mindesten. Hier sehen wir mal, seit Biden im Amt ist, sind die Preise um 17,5% gestiegen. Unter Sir Donald waren natürlich noch andere Zeiten, da waren es nur 8% während seiner gesamten Amtszeit. Also wir sehen, Biden hat ein Inflationsthema, hat mich schon gewundert, als er gesagt hatte, ja, die Preise sind noch sehr hoch und da sollten jetzt die Unternehmen mal ein bisschen vielleicht zurückgeben an die Konsumenten. Da habe ich mir schon gedacht, hups, das könnte bedeuten, dass die Zahl höher ausfällt, und in der Tat, sie fiel deutlich höher aus. Hier sehen wir, keiner hatte auf dem Schirm, dass die Geschichte doch ein bisschen hotter ist. Dass nur Goldman Sachs hat zum Beispiel in der Core CPI ein 0,38. Ansonsten aber keiner auch nur annähernd 0,3% Headline-Inflation zum Vormonat. Hier sehen wir unten mal das, was Goldman Sachs, was glaube ich an Reaktion vorhergesagt hat, wenn also die Inflation Core so und so ist, dann könnte das und das passieren. Minus natürlich, je höher diese Kerninflation. Goldman Sachs sagt jetzt allerdings, ja, da sind so ein paar vielleicht Sondereffekte dabei, dass viele Firmen zum Beispiel dann zum neuen Jahr, also im Januar, die Preise erhöhen. Das könnte schon sein, dass das sozusagen, naja, vielleicht dann bei den nächsten Inflationsdaten, die dann eben erst im nächsten Monat kommen, ein bisschen anders sein wird. However, die Allokation in Tech-Aktien ist jetzt so hoch wie 2020 nicht mehr. Stichwort KI-Euphorie. KI, 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 es wird uns alle retten. Das Cash-Level der großen Player am Markt ist gesunken auf 4,2%. Wenn die 4%-Marke erreicht oder unterschritten wird, dann gibt es ein Sell-Signal. Und unten in dieser Grafik sehen wir mal, ohne die Tech Aktien oder die Tech-Unternehmen im S&P 500 wären die Gewinne der anderen Unternehmen rückläufig. Also wir hätten eine Earnings Recession ohne diese Tech-Werte. Deswegen wollen alle da rein, aber zahlen halt auch einen Preis dafür, dass sie da diese Tech-Aktien kaufen. Nämlich, wir haben das Achtfache des Price-Earnings-Premiums, den man bereit ist, dafür zu bezahlen. Und diese Schwäche eigentlich vieler anderer Unternehmen, die durch Tech kaschiert wird, sieht man auch jetzt übrigens beim Small Business Optimism, NAHB, also da werden kleinere Firmen befragt, wie schaut es denn aus, wie ist die Stimmung, und da haben wir den größten Rückgang seit Dezember 2022, weil man sagt, naja, wir haben schlechtere Verkaufsaufsichten und schlechtere Profite, die wir derzeit erwarten. Also eigentlich nicht so toll, wenn wir jetzt nochmal zur Reaktion der Märkte kommen. Hier hatte ja schon eine Bank gewarnt, da könnte es ein Risiko geben, dass die Inflation hotter reinkommt als erwartet. Und jetzt sind nicht nur alle long, vor allem in Tech, sondern vor allem ist man auch über Optionen reingegangen. Die Market Maker mussten dann diese Positionen abhedgen oder die Dealer, also diejenigen, die die Optionen verkaufen. Da ist jetzt ein wahnsinnig hohes Gamma, ein Dealer-Gamma. Das wird am Freitag teilweise verfallen, am kleinen Verfallstag. Bei den Optionen schauen wir uns mal die Heat Map an, also das, was sozusagen die einzelnen Aktien im S&P 500 machen, da sehen wir ziemlich viel Rot, und dann ist da grüne Insel, das ist Nvidia und United Health auf der rechten Seite, aber vor allem Nvidia. Wir sehen die Small Caps heute, die gestern ja so stark gestiegen waren, zwischenzeitlich gut 3% im Minus. Negative Vorzeichen, fast alle Aktien
rückläufig, aber Nvidia hat ein bisschen geholfen. Wer hat es vorhergesagt? Der Jim Cramer hat es vorhergesagt. Er hat gesagt, einen großen Rückschlag gibt es da nicht. Du kannst dich auf den Jim schon verlassen, aber die Investoren wollen sich auf Nvidia verlassen. Hier sehen wir mal, in wenigen Minuten ging es da mal eben 40 Dollar nach oben. Das war mal 80 Milliarden Dollar in einer Stunde. Dann kamen nochmal 4 in einer Minute obendrauf. Nvidia drehte ins Plus. Wie gesagt, das hat dann die Märkte nochmal stabilisiert. KI. Nächste Woche die Zahlen, das wird sehr wichtig. Weniger. Gut ist es gelaufen für ARM, nachdem die Aktie ja so immens gestiegen ist, dieser britische Chipkonzern. Jetzt bezahlt man oder hat es bis heute das 40-fache des Jahresumsatzes bezahlt. Heute geht es allerdings deutlich nach unten schon. Die Futures ja negativ und ARM negativ vor den Inflationsdaten dürfen wir nicht vergessen. Wir haben heute das größte Eröffnungsgap beim S&P 500 gemacht seit Oktober 22, also seit knapp anderthalb Jahren. Und jetzt kommt hier, wer ist es? Piper Sandler und sagt, ja, da ist eine 5-10% Korrektur durchaus einmal drin bei den Aktienmärkten. Wir sehen, das hat sich so ein bisschen angekündigt, S&P 500 oben, Trendkanal gelaufen, negative Divergenzen, unten der WIX, untere Kante des Trendkanals, positive Divergenzen und so passiert, was dann gerne passiert, zumal jetzt die Renditen auch wieder stehen sind und zwar über das, die 10-Jährige hier, über das so wichtige Niveau von 4,20%, das war ein Widerstandsniveau. Im Grunde jetzt die Tür auf bis 4,5 und ein paar zerquetschte. Also da könnte der Rendite noch weiter steigen. Das würde bedeuten, die Kapitalmarktzinsen steigen. Das würde bedeuten, Geld wird wieder teurer. Was dann die Liquidität reduzieren würde. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen und eine Wette, die ich laufen habe. Erste Empfehlung, Aktienmärkte, Ende der Bullenträume, mal Reaktionen der Wall Street. Was sagen die Herrschaften an der Wall Street? Wie schaut es jetzt aus mit den Zinsen? Was heißt das für die Aktienmärkte? Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, auch super interessant. Die Schulden wachsen in China schneller als die Wirtschaft. Das hat die Notenbank des Landes offiziell bekannt geben müssen. Warum? Weil China eben vor allem auch sehr viele, wie soll man sagen, Investitionen macht, die irgendwie ins Leere laufen. Siehe irgendwelche Hochhauskomplexe bauen, wo kein Mensch drin wohnt. Das ist eine bedenkliche Story, die Sie hier lesen können von unserem China-Kenner. Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Und wenn Sie die gut finden, dann würde ich Sie bitten, verteilen Sie die in den sozialen Netzwerken an Freunde, an diejenigen, die vielleicht an diesen Themen interessiert sind. Das wäre ein super Gefallen. Und jetzt kommt noch ein Gefallen, meine Damen und Herren. Ich habe noch nie, ich glaube buchstäblich noch nie gesagt, bitte abonnieren Sie diesen Kanal. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder machen, keine Ahnung. Heute mache ich es, denn ich habe eine Wette mit meinem Kompagnon laufen und sage, wenn ich das mal sage, dann kommen mindestens 50 Abonnenten hinzu. Also, was haben wir gewettet? Augustiner, ein Kasten Augustiner, bayerisches Bier, gell, oder wie der Norddeutsche sagt, eine bayerische Kaltschale, die außerordentlich gut mundet. Das wäre mir ein großer Gefallen, wenn ich diesen Kasten Augustiner dann bekäme. Also meine Damen und Herren, falls Sie nicht abonniert haben, dann bitte ich um die Ermöglichung des Kastens durch ein Abonnement. Das war's von mir, diese beiden Empfehlungen. Und Augustiner, bitte dran denken, ich sage Servus, ciao.